herzlich willkommen. Ja, Tobi wieder hier. Ich filme heute mal mit dem Handy. Sehr selten, aber ich habe einfach meine Kamera vergessen und habe auch nicht damit gerechnet, dass ich heute irgendwie ein Video mache oder so. Aber nichtsdestotrotz ist mir gerade langweilig, weil ich bin heute ganz alleine in der Freestyle-Gruppe. Halle ist leer, ich habe hier das komplette Infield für mich. Eben schon versucht Hockey zu spielen, hat der Eismeister verboten. So ist das, der Eismeister ist wieder Bademeister, gell? Nicht gut aufgelegt. Heute mache ich mal wieder so eine kleine Sache für die Leute, die ja grinden wollen oder im Skatepark grinden lernen wollen, aber noch nicht sicher sind in den Grinds, noch nicht sicher sind, wie heißen die Grinds, was kann ich überhaupt für Grinds machen. Genau darum soll es heute gehen. Ich mache nämlich heute mal ein Training für Anfänger und ja Verletzte, die sich schonen müssen. Also gerade wenn man jetzt irgendwie einen gebrochenen Arm hat oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen verstauchten Ellenbogen, einen verstauchten Finger, deswegen möchte ich ungern hinfallen. Und aus diesem Grund disponiere ich heute um und mache halt einfach so ein Step-Up-Grind-Tutorial. Beziehungsweise Step-Up-Grind-ABC ist es ja. Also ich springe heute meine Grinds nicht auf die P-Rail, sondern ich steige heute alles auf. Schön langsam, voll fokussiert, konzentriert und versuche alle Grinds, alle Level 1 Grinds, das heißt alle Soul Grinds, Standard Soul Grinds, mal einfach aufzusteigen, die P-Rail komplett durchzurutschen und die Grinds halt eben auch halbwegs schön zu machen. Das heißt schön tief, schön sicher. Genau, und konzentriere mich einfach mal auf die einzelnen Grind-Posen. Das kann ich immer nur jedem empfehlen. Wenn ihr solche Trainings öfters macht, dann versucht nicht gleich aus der Fahrt aufzuspringen. Also wenn ihr aus einem Step-Up-Training kommt, macht immer erstmal wieder Stalls im Stand. Also sprich, stellt euch neben das Hindernis und springt im Stand drauf. Ne? Ein paar Mal, bis ihr das dann wieder adaptiert und fahrt oder anfahrt. Genau. Also Step-Up-Training, ja, kann man machen, wenn man verletzt ist oder wenn man Anfänger ist. Für fortgeschrittene Leute, fortgeschrittene Fahrer würde ich es jetzt nicht empfehlen. Die können ruhig alles im Schlusssprung gleich lernen und aufspringen. Ne? Also das ist auch kein Problem für die. Wenn man diese Körperpositionen einmal gelernt hat, dann geht das. Aber wie gesagt, für die Anfänger, für die Verletzten, aufsteigen, zweites Bein mit hochziehen, genau den Grind überlegen, Konzentration, Grind durchziehen. Kann eine ganz gute Sache sein, weil man dann auch beim Anspringen sicherer wird, weil man ja weiß, ich habe den Grind schon mal durchgezogen am P-Rail, ich habe den schon mal durchgemacht, ich kann den, mein Körper weiß, wie der funktioniert. Für Muscle Memory eigentlich eine ganz gute Sache. Gewöhnt euch das Aufsteigen halt bloß nicht an. Das ist noch mein Rat dazu. Ich stelle euch jetzt hier in die Mitte rein und dann machen wir Level 1 Step-Up Grind Training. Wie gesagt, Level 1 ist alles, was normale Soul-Tricks sind. Ne? Genau. Ich weiß nicht, Topsides habe ich glaube ich noch nie angestiegen, könnte man auch noch mal probieren. Bei Groove Tricks funktioniert Aufsteigen nicht wirklich, also das kann ich nicht empfehlen. Groove Tricks würde ich da rausnehmen aus der Idee. Aber Level 1, Soul Tricks, Regular und Switch, habe ich noch vergessen zu sagen, genau. Wenn ihr Step-Up Training macht, macht gleich Switch. Erstens macht es einen Heiden Spaß und zweitens merkt ihr dann auch, dass Switch gar nicht so schlimm ist. Also genau, das machen wir jetzt. Also wir machen jetzt Soul Grind, Torque Soul, Acid, Makio, Misu, Mistral, Pornstar, X-Grind. Die machen wir jetzt einfach auf beiden Seiten, aufgestiegen, Level 1, Step Up Grind Tutorial. Bis gleich. Thank you.
Okay, ihr Lieben, das war's zum Step-Up Basis-Grind-Tutorial beziehungsweise Step-Up Level 1 Soul-Grind-Training, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ne? Also das ist so das Level 1, was ich so mache, um warm zu werden, um ein bisschen in Wallung zu kommen, um wieder reinzukommen. Sind diese Step-Up-Trainings eigentlich ganz gut und gerade für Anfänger oder wenn man verletzt ist, immer ratsam, na, ganz langsam sich auf, wirklich auf die Grind-Pose konzentrieren und das so ganz langsam üben. Immer eine gute Idee. Das soll es gewesen sein von mir. Einen kleinen Bonus hänge ich jetzt noch dran. Ich will nämlich noch ein Step-Up Makyo to Switch Makyo machen. Mal sehen, ob die Länge reicht vom P-Rail. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Training und tschüss, ciao.